stört mich gar nicht so jetzt. Mute. Ich vergesse es auch jedes Mal wieder. Einen wunderschönen guten Abend euch. Guten Abend, Tyrawal. Guten Abend, Gandalf und alle anderen natürlich auch, die dabei sind. Ich freue mich, mal wieder live zu sein. Wenn ich auch mit einer kleinen Einschränkung gleich mitteilen muss. Das ist also vielleicht nicht so ganz einwandfrei klappt. Ich habe mir schon mal hier eine dicke Tasse Tee hingestellt und noch eine Kanne daneben, um die Stimme so ein bisschen zu wässern. Und ja, ansonsten bin ich auch alleine zu Hause. Also falls meine Tochter anfängt zu meckern, muss ich dann auch rübergehen. Aber ich glaube, das, was ich mit euch mir anschauen möchte, ist gar nicht so umfangreich. Denn es geht hier um das neue Herbst-Event, was auf dem Beta-Server jetzt bereits erschienen ist. Und was ich mir selber noch gar nicht so wirklich angeguckt habe. Also bisher war es nur so, dass ich reingegangen bin in die, ja, auf den Beta-Server und habe mir halt diese täglichen Preise abgeholt, die man ja immer bei Events inzwischen bekommt. Hallo Angelika, guten Abend, gute Nacht, könnte man ja schon fast sagen. Ja, genau, also so ein paar Obstteile für den Kuchenbackwettbewerb, der ja so üblich ist im Herbst-Event. Und ja, auf den ersten Blick zumindest scheint sich da gar nicht so viel Neues ergeben zu haben. Von daher dachte ich mir, das passt dann schon und das kriege ich bestimmt ja, runtererzählt. Moin, genau. Moin geht eh immer. Also, Herbst-Event. Ich habe auch schon mal die Beta-Welt geöffnet und hier auch mal reingeschaut in das Herbst-Event-Fenster, ob es vielleicht irgendeine spezielle Musik für das Herbst-Event gibt, so wie es jetzt beim Gemeinschaftsevent hinzugekommen ist. Da gab es ja eine sehr schöne Musik, eine neue. Das ist jetzt aber beim Herbst-Event nicht der Fall. War ja bisher, glaube ich, auch noch nicht der Fall in den früheren Events. Wer weiß, vielleicht kommt das noch. Jetzt hat es mich erschreckt. Ich muss es mal ein bisschen leiser stellen. Hallo Uwe. Und hallo Sound Alerts. Verrückter Sound Alert. Die angenehme Ruhe. Tür war einfach durchbrochen. Hallo Kathleen. Ja, genau. Also es gab ja bisher keinen Sound im Fall Event. Oder im Herbst-Event, wenn man das Eventfenster geöffnet hat. Vielleicht kommt ja da noch was. Wäre natürlich schön. Ansonsten gibt es jetzt auf den ersten Blick nicht so viel Neues. Ich gehe erstmal die Event-Ankündigung durch, die auf dem Beta-Server schon rausgekommen ist. Wir sehen, das Event geht so ungefähr 14 Tage, also jetzt nicht ganz so lange. Kann ich hier nochmal verifizieren? 12 Tage, ja doch 14 Tage, läuft ja schon eine Weile. Genau. Nicht ganz so lange. Keine. Was hatten wir jetzt sonst immer? 3, 4 Wochen so ungefähr? Bei den anderen Events? Also, schon sehr, sehr lang. Und Herbst-Event ist ein bisschen kürzer. Aber wir bekommen es natürlich wieder mit dem Bugwettbewerb zu tun. Also es gibt auch keine neue Mechanik. Es gibt die alte, bekannte Mechanik, dass man diese, ja, Backzutaten sammeln muss.
und daraus dann entsprechende Kuchen backen kann, die unterschiedliche Preise geben. Die sieht man, wenn man mit der Maus drüber fährt. Da ist jetzt auch erstmal nicht so groß Interessantes dabei. Und es gibt natürlich jetzt auch einen Tagespreis, so wie jeden Tag. Und den habe ich auch schon getauscht. Ich glaube, das ist neu im Gegensatz zu letztem Jahr. Da konnte man, glaube ich, den Tagespreis noch nicht wechseln. Guten Abend, Freakman. Sonst sind es 3 Wochen, schreibt gerade Gandalf. Genau, das, also haben wir nur 2 Wochen Zeit fürs diesjährige Habs-Event. Da wurde ja noch ein Event zusätzlich eingeschoben. Von daher irgendwo nachvollziehbar, dass es vielleicht nicht ganz so lange dauert diesmal. Genau, und ich habe den Tagespreis gewechselt. Ich glaube, der Knopf war letztes Jahr noch nicht da, so dass man in diesem Jahr den Tagespreis wechseln kann, was ja jetzt in jedem neuen Event oder in jedem dazugekommenen Event auch so möglich war. Und was jetzt beim Herbst-Event auch eingeführt wurde, was vorher noch nicht möglich war, ist diese zweispurige Preisliste, wo man jetzt eben einmal die normalen Preise bekommt, die man üblicherweise bekommt, die man aber nach eigenem Wunsch früher oder später einsammeln kann und wo man sich quasi noch eine zweite Leiste mit besonderen, spezielleren Preisen freischalten kann für 1200 Diamanten. Und auch das ist ja in den letzten anderen Events jetzt inzwischen immer so üblich gewesen, dass das so gestaltet wurde. Und es scheint sich jetzt auch zu verstetigen und sieht danach aus, als wäre das jetzt hier so die neue Standard. Art und Weise, wie man die Preise abholt. Und falls ihr vergessen habt, am Ende eure Preise einzusammeln, müsst ihr, glaube ich, keine Sorge haben. Die werden dann automatisch eingesammelt werden. Genau, das war zumindest in bisherigen Events so der Fall. Und wenn das jetzt hier nicht der Fall sein sollte, dann ist das sicherlich ein Bug und wird euch sicherlich auch noch nachträglich gut geschrieben. Was es nicht mehr gibt, seit dem letzten Event ja schon, ist diese Eventkiste. Also ich habe jetzt auch keine mehr im Inventar vom Sommer-Event, weil eben beim Sommer-Event keine Eventkiste mehr, ja, gedroppt wurde. Innerhalb der Questline und auch in der heutigen oder jetzigen Questline vom Herbst-Event gibt es diese Kiste nicht mehr. Das heißt, oh, geht schon los. Das heißt, man muss auf jeden Fall auskommen mit den Zutaten und Upgrade-Kits, die man jetzt hier bekommt. Denn man bekommt kein weiteres mehr in dieser Kiste, die man sonst immer im vorherigen Event bekommen hat. Das hat, also wenn es funktioniert, dann hat es natürlich den Vorteil, dass man nicht mehr dazu gezwungen ist, jedes Event zu spielen, um auch wirklich das Eventgebäude fertig zu bekommen. Und es hat auch den Vorteil für Spieler, die gerade erst neu angefangen haben, dass auch die keine großen Sorgen ha haben müssen, im nächsten Event quasi auch die Möglichkeit zu haben, das Event abschließen zu können und ihren Hauptpreis zu bekommen. Nur weil sie beim vorherigen Event eben noch nicht gespielt haben. Ja. Es gibt offensichtlich ein Ligensystem. Müsste man ja hier auch schon irgendwo sehen können. Genau, hier oben. Ich denke, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es das im letzten Jahr schon gab. Aber ich glaube ja. Es gibt sehr viele Kits beim Top-Bäcker und ein neues Porträt. Gleich 3 Kits. Ich vermute, man wird dieses Kit hier noch brauchen, um das Hauptgebäude fertigzustellen. Und deswegen wird es das jetzt hier bei
Profi und was war nochmal Apprentice? Bin gerade unsicher, wie die deutsche Übersetzung ist. Auf jeden Fall erfahren in der Art. ich bin aber unsicher. Naja, ihr kennt dieses Ligensystem, das ist ja auch immer gleich. Es hat hier nur so optisch ein paar andere Symbole. Da es ja ein anderes Event ist. Okay. Und es gibt natürlich neue Gebäude und neue Avatare. Das ist natürlich zu erwarten oder zu erhoffen. Und es wird bestimmt auch wieder die alten Gebäude aus den letzten Jahren als Tagespreise geben. Ich würde sagen, wir schauen direkt mal. Hallo Diamantrex. Wir schauen direkt mal uns das neue Hauptgebäude an. Das ist die Sonnenblumenölpresse. Man sieht ja schon. Hallo Topstar. Ich habe immer noch nicht Chris Lom nachgeguckt. Ich hatte noch keine Zeit dafür. Man sieht ja auch im Splash-Screen den charakteristischen Typen aus Forge of Empires, wie er irgendwie ein Fläschchen mit Sonnenblumenöl hochhält. Genau, und da gibt es jetzt eine Sonnenblumenölpresse. Okay, hier sehen wir sie. Unausgebaut ist sie noch nicht so viel wert, wie das immer so üblich ist. Hier kommt dann langsam ein zufälliges Gut dazu. Hier auch so die ersten Forge-Punkte und Vorräte. Noch weitere zufällige Güter. Okay, ist also ziemlich graduell der Anstieg bis auf maximal 12 Forge-Punkte. Ah, 12 Forge-Punkte zusammen addiert 34 Güter zufällige. Das ist relativ viel. Und es gab, glaube ich, in den letzten Events wenig Güter auf den Hauptgebäuden. Also sehen wir jetzt hier mal wieder Güter. Und es gibt noch drei zufällige Einheiten auf der letzten Stufe. Ist okay, denke ich. Ist ein ganz nettes Gebäude. Lohnt sich sicherlich, das mit der blauen Galaxie zu verdoppeln. Wobei der blaue Galaxie-Effekt üblicherweise nicht für die Einheiten gilt. Also, ihr werdet jetzt hier nicht 6 Einheiten bekommen, aber der Rest wird sich verdoppeln, wenn ihr mit der blauen Galaxie die Sonnenblumenölpresse erntet. Genau. Und so wie ich gehört habe, ist es schon die verbesserte Variante dieser Ölpresse. Und vor 3 Tagen oder vor 2 Tagen, als das Event gestartet hatte, war die Ölpresse noch schlechter ausgestattet, was die Werte angeht. Da ich mir das noch nicht angesehen habe bei anderen Streamern, wie die Werte damals waren, kann ich jetzt dazu wenig sagen. Also ich weiß nicht, ob ihr es im Kopf habt, wie die Werte da waren. Aber es kann natürlich immer noch sein, dass sich da jetzt noch mal was verändert. Tyrawal schreibt, was war richtig Mist am Anfang. Gut. Also jetzt ist es, denke ich, ein 6FB gab es vorher nur, schreibt Gandalf. Ja, jetzt ist es ganz okay, denke ich. Ein anständiges Eventgebäude, aber jetzt auch nichts Besonderes. Eine Einheit. Jetzt eben 3 Einheiten. Ja. Also mit den Einheiten ist schon ein bisschen besonders, weil es, glaube ich, in den Hauptgebäuden noch nicht so der Fall war, dass da Einheiten drin sind. Aber es gibt diverse andere Gebäude, die Einheiten produzieren. Also, und man konnte
jetzt auch beim Gemeinschaftsevent ja über diese Pavillons, genau, Pavillons, sehr viele Einheitengebäude zusammenstellen sich. Zufällige Einheiten ist Moogs, schreibt Topstar. Kann man so sehen, denn man kann ja dadurch zum Beispiel auch keine Spezialeinheiten wie Agenten bekommen. Und vor allem solche braucht man ja. Aber man kann sich andererseits auch sparen, Gebäude aufzustellen, die die normalen Einheiten produzieren, da man ja eben durch die zufälligen Einheiten immer ein paar Einheiten bekommt. Genau, also für die Agenten braucht man auf jeden Fall immer noch das Alcatraz, denke ich. Okay, also wir haben auch noch weitere Gebäude, die hier zu sehen sind. Da schauen wir doch mal, wo wir die finden. In der Liga-Belohnung gibt es kein zusätzliches neues Gebäude mehr. Eben nur das eine Porträt von diesem sehr bayerisch-österreichisch aussehenden alten Herrn. Oder älteren Herrn. Sehr traditionell. Passt ja auch ein bisschen zum Backen. Okay. Wo ich schon einen Zusatzpreis gesehen habe, ist hier eben auf der Preisliste. Und zwar gibt es hier die Cobalt Blue Lagoon. Also wahrscheinlich die Koboldblaue Lagune. Und das ist tatsächlich so eine Art Mini-blaue Galaxie, die die Produktion verdoppeln kann. Für exakt zwei Gebäude. Und das ist hier wieder der Fall, dass es nur fünfmal möglich ist anscheinend. Limited Building Collections Possible 5. Ach nee, man kann nur fünfmal Gebäude verdoppeln. Okay, also es ist noch mehr, noch stärker eingeschränkt als das letzte Gebäude, das ja 7 Tage nur gültig war. Dieses Mal ist es im Prinzip nur 3 Tage gültig. Wahrscheinlich, ja genau, einmal am Tag wird man es ernten können. Und dann kann man 2 Gebäude verdoppeln für die ersten 2 Tage und am letzten Tag nur noch 1 Gebäude verdoppeln. Und danach ist der Effekt verschwunden. Lohnt sich, denke ich, überhaupt nicht. Also, die Idee finde ich gut. Auch die Idee, dass es quasi ein einzigartiges Gebäude zu sein scheint, weil es hier oben auf der Leiste ist und wenn man jetzt hier nach hinten durchgeht, da kommt es auch nicht nochmal. Das so war es zumindest, war es auch bei dem Gebäude, was im, ich glaube, im Sommer-Event dann dazu kommt. Das startet ja dann bald. Das verdoppelt irgendwie die Forgepunkt-Produktion. Aber eben auch nur für 7 Tage. Hallo Marc. Also das Gebäude ist es wirklich nicht wert, denke ich, die 1200 Diamanten dafür auszugeben. Dafür müsste halt die Zeit da einfach oder diese Limitierung da rausfallen. Und genau das gleiche gilt auch dann fürs Sommer-Event, sofern das dann startet. Also das Gebäude ist es ebenso nicht wert, denke ich. Was gibt es denn noch oben auf der Leiste? Also es gibt auf jeden Fall einen speziellen Avatar. Die Annika. Und den Schachmattplatz. Der ist natürlich ziemlich gut. Ein Stufe 1 Schildwacht. Auch nicht schlecht. Das ist so lala. Hier gibt es ein weiteres neues Gebäude, und zwar Donkey Enclosure. Das müsste eigentlich ein Eselgehege oder sowas sein. Verteidigung für die angreifende Armee. Ist okay, denke ich.
bin ein 2x2-Gebäude. Eine zufällige Einheit. Ich verstehe nicht ganz. Ach so, mit den Sternen, genau, das ist die Motivierung. Genau, stimmt. Eine zufällige Einheit und 7 Güter am Tag, wenn es motiviert ist. Ist okay. Würde ich sagen. Der Pavillon ist aber, denke ich, besser an der Stelle. Also wenn es einem um die Einheiten geht, ist es besser. Und hatte der Pavillon nicht sogar auch Werte drauf? Da muss ich mal eben gucken. In einer anderen Welt. Dann zeige ich das gleich nochmal. Hier habe ich doch die. Oh ne. Okay, also der Pavillon hat keine Angriffskraft drauf, aber. Ja, ist trotzdem ganz gut, denke ich. 2 Güter mehr, dafür weniger Einheiten. Naja. Also kann man so und so sehen. Ist nicht schlecht, aber man kann sich ja davon anscheinend auch nicht mehrere holen. Es gibt halt 1 hier oben in der Leiste. Die Frage ist halt, was passiert, wenn man alle Preise hat und dann geht das Ganze wieder von vorne los und kommen dann die Preise nochmal, die bisher schon zu sehen waren, oder sind diese beiden Preise dann nicht dabei? Ich weiß nicht, hat jemand so viel Diamanten ausgegeben, um das sagen zu können? Samson hat 13 Güter. Aber komisch. Hier sind nur 7. Genau, man kann ja theoretisch so viel Diamanten ausgeben, dass man hier dann noch weitere Rewards bekommt. Aber das sieht man erst. Und 7%. 13 Güter und 7%. Ach, zeitalterabhängig. Okay. Danke dir, Samson, für den Hinweis. Mal gucken, ob wir das hier in der Ankündigung sehen können. Leider noch nicht. Da wird ja hin und wieder, also vielleicht kommt es noch in den nächsten Tagen, so eine Aufstellung, in welchem Zeitalter die Preise wie effizient sind. Und Samson macht gerade darauf aufmerksam, dass er 7% Verteidigung für die angreifende Armee hat und 13 Güter bekommt an der Stelle. Das ist dann natürlich schon besser. Und Mark meint, am Montag erscheint das, diese Aufstellung. Kann natürlich sein, dass es hier irgendwo schon drin steht und Mark das gelesen hat. Kann man auf jeden Fall dann nochmal einen Blick drauf werfen. Samson, in welchem Zeitalter bist du denn, um das mal zu vergleichen? Ich bin ja hier in, was ist das eigentlich, Hochmittelalter? Okay, Samson schreibt, dass er in der Kolonialzeit ist, also jetzt nicht so viel weiter. Das würde bedeuten, dass dann wahrscheinlich die hohen Zeitalter nochmal deutlich effizienter sind, was die Werte angeht. Also zumindest Zukunft G15, sagt Mark. Und wie viele Einheiten? Okay, das sind aber im Prinzip die 3 neuen Gebäude. Das Hauptgebäude, dieses Affen sage ich schon, bleibt bei 1. Okay, hatte nicht
Ach, das habe ich mich verlesen. Okay, das bleibt bei 1. Eine Einheit. Dann gibt es einfach mehr Güter. Das macht den Preis jetzt aber auch nicht so viel besser, weil die meisten haben eigentlich keine großen Güterprobleme. Genau, das sind eben diese drei Preise, wie gesagt, die Ölmühle, dieses Eselgehege und die kobaltblaue Lagune, die dann eben, nachdem die fünf Ernten passiert sind, so ein bisschen, naja, verwaist, ruiniert aussieht. Okay. Dafür lohnt sich's, denke ich, überhaupt nicht. Die anderen beiden Preise sind okay. Ja, vielleicht noch ein paar Hinweise allgemein, wie man so vorgehen kann, wenn man das Herbst-Event spielt. Aber das sind jetzt auch keine neuen Sachen. Grundsätzlich ist es so, dass es bei den täglichen Herausforderungen die Möglichkeit gibt, eine Quest zu wählen, wo man zusätzliche Backzutaten bekommt. Die habe ich jetzt hier schon abgeschlossen, von daher kann ich es nicht zeigen. Und es gibt täglich ein Gut oder eine Backzutat gratis, wenn man sich einfach nur jeden Tag einloggt. Und dann gibt es natürlich die Quests, wie man auch sehen kann, auf zwei parallel ausführbare Quests. Das heißt, man muss nicht immer unbedingt warten, dass man wenn man bei dem einen nicht weiterkommt, man kann bei dem anderen vielleicht ein Stück weit weiterkommen. Genau. Es wird sicherlich auch wieder diese E-Mail-Belohnung geben für diejenigen unter euch, die das aktiviert haben, dass sie über neue Events informiert werden. Aus irgendeinem Grund funktioniert es bei mir nicht oder oft nicht, dass ich dann die E-Mail-Preise mir abholen kann. Aber auf die ist man auch nicht unbedingt angewiesen, dass man die auch noch hat. Ich kann mir vorstellen, es steht nirgends, aber ich könnte mir vorstellen, dass man... Moment. Vielleicht steht es ja doch irgendwo. Ich habe es noch nicht so richtig gelesen. Jetzt. You can also find ingredients completing daily challenges and collecting ingredients. Incidents, natürlich. Incidents around the city. Genau, also in diesen Ereignissen können durchaus auch mal Preise drin sein. Anders als jetzt beispielsweise im aktuell stattgefundenen Gemeinschaftsevent gibt es keine speziellen neuen Ereignisse, die ihr da einsammeln könnt, sondern es bleiben die alten Ereignisse. Das heißt, in diesem Fall gilt das Prinzip, was der Rapture mal erwähnt hatte, wenn ihr 24 Stunden vor Eventstart keine Ereignisse mehr einsammelt, könnt ihr euch die sozusagen aufheben und dann alle nach Eventstart einsammeln und dann habt ihr nochmal eine ganz gute Chance, aus den relativ vielen Ereignissen, die sich da angesammelt haben, dann auch schon mal noch ein paar zusätzliche Zutaten rauszubekommen. Und sonst hilft es immer, so ein bisschen darauf zu achten, von welchen dieser Backzutaten man besonders viele hat und die dann abzubauen und vielleicht doch gar nicht so sehr darauf zu achten, welche Preise hier drin sind. Ja, es gibt ja hier dem FOE-Helfer mit seinen Vorschlägen, wo sich das am meisten lohnt, zu investieren, wenn man jetzt den Tagespreis haben will. Das Problem ist allerdings, wenn man sich da strikt dran hält, dann wird man irgendwann darin la da reinlaufen, dass man von einem Gut gar nichts mehr hat und nur noch dieses Gut braucht und alle anderen Güter hat man in Hülle und Fülle. Deswegen kann man sich da so richtig dran halten, nicht wirklich.
Genau, also ich würde eher sagen, guckt, wovon ihr viel habt und backt eben diese Kuchen, dass ihr diese Sachen eben auch abbaut. Ich werde mal ein paar, na, ich habe ja jetzt nicht so viele Zutaten, aber ich werde mal ein paar verbrauchen, um mal zu gucken, was für Preise es gibt. Was ich nämlich bisher überhaupt noch gar nicht gesehen habe, sind Wunschbrunnen. Die sind nicht hier auf der Leiste oben. Die sind nicht unten auf der Leiste. Doch hier. Ein Wunschbrunnen unten auf der Leiste. Das bedeutet, man muss im Herbst-Event zumindest keine Diamanten ausgeben, um einen Wunschbrunnen zu bekommen. Ein Schrumpfkit dazu gibt es aber nicht mehr. Okay. Ich glaube, eine zusätzliche Zutat kann ich mir noch holen. Ein Stück Schokolade. Das klappt auch noch. Kann ich auch mal eben noch ein Militärgebäude bauen. Naja, viele von den Sachen würden schon noch gehen, wenn man sich die Zeit jetzt nimmt. Aber ich will ja gar nicht so lange machen, wegen meinem Stimmenzustand. Und deswegen schaue ich mal, wie weit ich jetzt damit komme und ob es da nochmal zusätzlich Wunschbrunnen gibt als Preise. Möchte erstmal so einen Apfel wegkochen, backen. Da ist nichts zu sehen. Okay. Es gibt Karamellbisse. Die scheint es anscheinend zu sein. Und da gibt es Fragmente für den Wunschbrunnen und das Wunschbrunnen-Schrumpfkit. Also für diejenigen, die ihre Wunschbrunnenwelten ausbauen, kauft Karamell. Es ist ja möglich. Es ist ja möglich, Karamell zu kaufen. Aber ja, das macht man natürlich auch nicht. Ist natürlich nicht effizient. Lass mich mal überlegen. Also ein Karamell würde ja jetzt hier 150 kosten und alle fünf Güter kosten 500 Diamanten. Das heißt, wenn ihr jetzt fünfmal Karamell kaufen würdet, dann würdet ihr halt 750 dafür bezahlen. Also nochmal 50% mehr, wenn ihr jetzt nur ein spezielles Gut wollt. Und auch dann seid ihr nochmal darauf angewiesen, dann diese Karamell Bytes als, also eben zu bekommen. Das Glück muss man dann auch noch haben. Gibt es die Wunschbrunnen vielleicht nochmal irgendwo anders? Wahrscheinlich nicht. Nein, es sieht nicht danach aus. Also ich würde jetzt mal sagen, die gibt es wahrscheinlich nicht nochmal. Jetzt haben wir schon relativ viele verschiedene Preise durchgeklickt. Aber ich vermute mal nicht, dass es die nochmal extra gibt. Da sind wieder die Karamellbytes. Es gibt offensichtlich zweimal Medaillen. Okay. Ja, was es noch gibt, sind neue Avatare. Den Johannes haben wir schon gesehen, die Annika auch. Wo gibt es denn noch Joe und Babadanka?
In den Liegen ja nicht. Hier gibt's Annika. Vermutlich wird es die anderen beiden hier so als Zwischenpreise geben. Das ist ja dann auch meistens so, dass es so in der Mitte der Questline gibt es dann einen Avatar und am Ende der Questline den anderen. Genau, da wird es wahrscheinlich die anderen beiden geben. Und dann ist die Reihe der Avatare auch vollständig. Ja, ich überfliege das Ganze nochmal kurz. Ob ich noch irgendwas übersehen habe. Irgendwas Wichtiges, was es noch zu sagen gibt. Es scheint jetzt nicht so zu sein. Also es ist ziemlich straightforward. Wie in den früheren Jahren eben jetzt eben auch mit diesem Tauschknopf und dieser zweiten Leiste, die sich aber aus meiner Sicht nicht wirklich lohnt, sich zu holen. Ja, ich denke, es wird ein einfaches Event, was sich gut nebenher spielen lässt, wo man nicht viel Denkarbeit reinstecken muss, wo man wahrscheinlich einen sehr guten Teil der Quests durchrushen kann und schon ziemlich weit kommt an jedem Tag. So wie eben jetzt in den letzten Events das auch der Fall war, also beim Gemeinschaftsevent war es ja auch relativ einfach. Wobei das Eventwährung verbrauchen schon ganz schön lange gedauert hat. Das wird wahrscheinlich hier ein bisschen flotter gehen. Ich könnte nochmal gucken, wie viele Stufen es überhaupt gibt. Die Ölbrasse hat 9 Stufen und wo wir die Kids bekommen. Hier bekommen wir schon mal 3 Stufen. 3 Stufen im Event. Wahrscheinlich brauchen wir, wie gesagt, 1 aus der Liga. Hier gibt es 1 auf der Mitte schon. Für die 20% der besten Spieler und Spielerinnen. Und dann fehlen noch 3. Richtig? Stufe 9. Wir sind bei 4. Fehlen noch 5. Okay, dann fehlen noch 5, aber es gibt jeden zweiten Preis ein Kit. Und man kommt ja meistens, wenn man normal spielt, bis hierhin. Und da hat man 1. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, nee, bis hierhin meine ich. Bis hierhin, wo man wieder die neue Level 1 Mühle bekommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 plus 6 sind schon 9. Also das heißt, wenn man die 3 bekommt und dazu noch die 6 bis hierhin, dann hat man schon die voll ausgebaute Mühle. Oder Ölpresse, nicht Mühle, sondern Presse. Und man wird dann auch gar nicht auf diesen Ligapreis angewiesen sein. Ist auch trotzdem relativ unwahrscheinlich, noch eine zweite Presse zu bekommen, ohne Diamanten einzusetzen. Eher sehr unwahrscheinlich. Ja. Okay. Habt ihr Fragen?
Hallo, Herr Biologe. Es fällt mir gerade auf, dass man Herr Biologe auf zwei Arten und Weisen aussprechen kann. Herr Biologe und Herr Biologe. Genau, das ist das Herbst-Event. Nichts Besonderes, würde ich sagen. Neue Preise, wie üblich. Ein einfaches Event. Was ich gerne mal machen wollen würde, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe und die Stimme wieder okayer ist, wäre eine kleine Anleitung, wie man in den Quests gut durchrushen kann. Also wie man die Quests schnell erledigen kann. Das wissen ja auch vielleicht nicht alle, gerade Spieler, die jetzt noch neu dabei sind. Und ich habe auch noch kein Video gesehen, wo das mal erklärt wird. Im deutschsprachigen Raum zumindest nicht. Klar, es gibt zum Beispiel die Streams von Pi und Josie, wo sie ja dann auch selber rushen und wo man auch sieht, wie sie das machen. Was sie da zum Beispiel, also wie sie an Einheiten kommen, wie sie mal schnell Güter handeln und so weiter, so dass man da schnell durchkommt durch die Event-Questline. Aber es gibt kein Video, wo das mal, also wo nur dieses Thema behandelt wird. Das würde ich gerne mal machen. Das habe ich auf jeden Fall auf der Liste. Mal gucken, wenn ich dazu komme. Ist dein Lieblingsevent, Herr Biologe? Das ist schön. Dann kannst du dich da bald drauf freuen. Jetzt kommt erstmal das Sommer-Event noch. Das wird, glaube ich, wieder relativ lang. Also 3 Wochen. Und das Herbst-Event dann im Anschluss wird dann 2 Wochen dauern. Genau. Und auf der Beta ist jetzt inzwischen auch das nächste Event. Es gibt so die erste Hinweise auf das nächste darauf folgende Event und das wird natürlich auch wieder das Halloween-Event sein, so wie auch in den letzten Jahren. Ich habe es mir aber noch nicht näher angeschaut. Wir können ja mal eben noch einen Blick drauf werfen. Was da im Spoilerforum, sorry, schon aufgetaucht ist. Okay, offensichtlich gibt es ein paar neue Grafiken. Die kennt man aber, diese Grafiken. Und eine neue Gruseltruhe. Neue Menügrafik wieder. Und mit den Orbs. Vielleicht gibt es da irgendeine neue Mechanik mit den Orbs. Mal schauen. Da können wir vielleicht gespannt drauf sein. Wer weiß. Okay. Ein paar andere neue Grafiken gibt es auch. Wahrscheinlich ein. Die sind wahrscheinlich jetzt hier fürs Liegensystem, das es dann da auch geben wird. Und hier gibt es auch so ein spezial umrahmter Teil, um eben auch dieses doppelgleisige Einsammeln der Preise im Halloween-Event zu realisieren. Das ist ja auch das gleiche hier. Genau, mit lila Hintergrund eben. Aber viel mehr gibt es jetzt hier noch nicht zu sehen. Aber offensichtlich arbeiten sie am nächsten Event schon. Jetzt war ja relativ lange Ruhe im Sommer oder über die letzten Sommermonate, dass da nicht so viel gekommen ist, auch im Spoiler-Bereich. Aber ist ja klar, auch die Leute bei Forge of Empires
haben Urlaub. Üblicherweise auch im Sommer. Besonders viel Urlaub. Okay, Leute. Dann würde ich an der Stelle schon wieder Schluss machen. Dann war das heute ein kurzer Stream. Weiß gar nicht, wie lange. Aber ich habe wieder gestreamt und ich habe mir das Herbst-Event anschauen können. Mit euch zusammen. Und wenn ihr da sonst keine Fragen mehr zu habt, es ist ja auch nicht viel Neues dabei, dann ja, danke, Bautopster. Genau, dann sind wir damit auch schon durch. Und ansonsten werde ich wieder länger streamen, wenn ich wieder besser bei Gesundheit bin. Oder Spiele streamen, wo ich selber nicht so viel überreden muss. Ja. Von daher würde ich sagen, mache ich jetzt hier schon Schluss wieder und schaue mal, wer denn noch so online ist und zu wem wir denn noch so raiden können. Oh, danke dir, Tyrawal, für die 42 Bits. Danke dir, Angelika, für die Besserungswünsche. Ja, ich hoffe, es geht schon, zieht sich schon so lange mit der Stimme generell und ist jetzt wieder ein bisschen schlimmer geworden, hatte wieder Halsschmerzen und so, naja. Ich würde zur Staubvogel raiden, die ist nämlich noch online. Das ist ja auch eine Forge of Empires Streamerin und die wird morgen dann bestimmt auch nochmal auf das Event eingehen. Soweit ich mitbekommen habe, was ich aber selber auch nicht sehen konnte, hat ja das Herbst-Event am Mittwoch bei Ihnen nicht funktioniert. Ah ja, okay. Wenn sie Horror spielt, muss man vielleicht noch ein kleinen Disclaimer vorstellen. Wenn ihr dem Horror-Genre nicht zugeneigt seid, dann vielleicht nicht mit Raiden. Nicht, dass ihr euch da erschreckt. Ansonsten lohnt es sich aber, wenn ihr Forge of Empires mögt, auch der Staubvogel zu folgen. Denn am Morgen, ja genau, morgen Abend 19:30 so, vermutlich wird es da auch einen Stream geben. Mit ihr und Pi zusammen. Nur für den Fall, dass ihr sie noch nicht kennt. So, ich mache mal noch einen kleinen Shoutout, dann seht ihr das. Wobei ihr. Ja, doch, ich mache noch einen kleinen Shoutout. Dann seht ihr vielleicht einen Clip zu Forge of Empires. Mal gucken. Wobei die Chance ist relativ gering, dass man Forge of Empires Clip findet, oder? Theoretisch müsste ich dich sperren, sobald du sagst, dass du unter 18 bist, und das möchte ich nicht. Gleich so ein ernstes Thema. Aber ihr seht, Forge of Empires wird Alles da noch gespannt gespielt. drüber. Ich sage einfach nichts, ja. Sagen Sie mal so, ich denke, du bist der Jüngste hier. Ey, ich war der Dümmste. So, aber im Moment spielt sie ein Horrorspiel. Und wenn das was für euch ist, vielleicht, oder ihr dabei zuschauen wollt, wie sie sich erschreckt, dann viel Spaß dabei. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.